Ja. Dankeschön. Die braucht ihr ja nicht mehr. Nimm ich mal mit. Ich glaube, wir befinden uns jetzt irgendwo hier. Kurz vor der Mauer oder dem umgestürzten Ding. Hier geht es jedenfalls nicht weiter. Und hier ist Kathedralenallee. Kathedralenallee ist ja die hier. Und ich denke mal hier. Also ich denke mal, wir sind jetzt hier so an der Ecke oder so. Irgendwie. So, ich kann ja gucken. Wo ist denn Norden? Norden ist da. Whatever. Hier ist ja nichts mehr. Da ist noch ein Balken. Da war, glaube ich, nichts oben. Was war denn hier oben? Ah, hier sind wir hergekommen. Stimmt. Ich erinnere mich. Und hier haben wir jetzt auch Licht gemacht. Und gucken mal, Wir haben noch einige Missionsziele zu erfüllen. Gemacht haben wir eigentlich noch gar nichts. Außer wertvolles Zeug sammeln. Aber das ist auch ein Ziel. Und das macht eigentlich immer am meisten Spaß, die ganze Beute zu finden. Und all die versteckten Kleinigkeiten zu entdecken. Hier zum Beispiel. Dankeschön. Wie dein Hab und Gut, das brauchst du ja nicht mehr. Und raus hier. Jetzt sind wir hier bei der Brücke, okay. Will ich aber jetzt noch nicht hin. Schauen wir uns erstmal noch hier weiter um. Und das führt uns, glaube ich, schon ins nächste Stadtteil hier. Ich sag mal, wer Stadtteil. Der Teil dieses Stadtteils. Um ganz kleinlich zu sein. Ich glaube, hier hinten waren wir noch nicht. Da waren wir schon, oder? Ja, hier haben wir angemacht. Verwirrung! Hier will ich rein. Ich komme nicht gleich mehr ein Zombie um die Ecke. Dies ist eine sehr hartnäckige Tür. Komm schon, Türchen. Kitzel dich, das gefällt dir doch. Mach schon auf. Na bitte. Irgendwann geben sie alle nach. Denn hier liegt auch noch was. Das haben wir von der anderen Seite gesehen. Damals bin ich noch nicht so rübergesprungen, habe mich übelst verletzt. Bin aber auch an die Vase rangekommen. Aber das hier war der elegante Weg. Und wir könnten jetzt von Balken zu Balken jumpen. Da liegt noch ein Wasserfall, glaube ich. Man kann es auch angenehmer und eleganter machen. Beziehungsweise leichter. Aber elegant und leicht schließt sich nicht aus. Dankeschön. Und wieder runter. Zack, boom. Ohne hier nervige Jump-and-Run-Sequenzen zu machen. Also in dieser Mission habe ich gelernt, Seilpfeile lieben zu lernen. Und wie unglaublich nützlich die sind. Jetzt sind wir wieder hier. Hier war ich, glaube ich, auch noch nicht. Or was I? Nein, hier war ich auch noch nicht. Da falle ich direkt mal runter, weil Garrett zu blöd ist abzusteigen. Ich glaube, hier war auch nichts außer einer Notiz. Gendams Tool ist ein Taugenichts. Bei jedem Stromausfall muss ich ihn an den Ohren aus dem Wirtshaus schleifen, damit er die Wartungszelle für die Stromversorgung der Marktstraße aufschließt. Wenn er nicht der Neffe des alten Barons wäre, hätte man ihn schon vor Monaten entlassen. Tja. Damals, als sie noch Leben geherrscht hat. Nicht mehr heute so. Puh, Schwenk gehabt. Dass das nicht wehgetan hat. So, haben wir jetzt hier alles abgeklappert? Was ist denn das hier? Das sieht aber noch verdächtig aus. Ne, hier war ich drin gewesen. Jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite. Tut mir leid, dass ich überall so ein bisschen zweimal lang renne.
Aber damit, man muss hier echt die Augen offen halten, um nichts zu verpassen. So, ich kann ja mal ein bisschen jumpen. Die Luft ist, glaube ich, gerade eh rein. Und da geht's wieder zurück. Okay. Ich denke mal, in dem Stadtteil haben wir erstmal alles. Wenn nicht, gehe ich am Ende nochmal überall einmal lang. Mache einen kleinen Rundlauf. Und checke, ob ich auch nichts übersehen habe. Aber das sollte es erstmal soweit sein hier. Oh oh, ich laufe gerade zurück. Nein, ich will nicht zurück. Ich will dem einen Zombie, den ich am Leben gelassen habe, nicht in die Arme laufen. Hier lang, hier lang, hier lang. Da geht's lang und da geht's lang und auch hier drüben. Nein. Und bin ich jetzt bescheuert oder was? Nein, ich will diese Frage nicht beantwortet wissen. Hier lang, oder? Ja, hier waren wir vorhin. Genau. Genau, die Rubin Street. Hier waren wir gerade eben. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang. Irgendwo hier in der Nähe. Genau. So langsam kriege ich eine Orientierung hier bei der Raum. Ja, ich denke, wir haben jetzt hier erstmal alles an dem Teil. Alles, was ich weiß. Oder was mir wieder einfällt. Und sind bereit für den nächsten Abschnitt, der ziemlich cool wird. Wie dieses ganze Spiel einfach ziemlich cool ist. Kathedralenallee, mal wieder. Wir müssten jetzt in diesen Mittelteil hier eintauchen. Hier ist so eine Brücke, die zu ist. Und hier im Wasser. Ins Wasser eintauchen müsste ich auch noch. Fällt mir gerade ein. Aber ich werde erstmal die Brücke runterlassen. Da sind solche Schalter. Die wir mal eben flugs betätigen. Aber ich würde gerne die Mine nur auch auswählen. Haben wir keine Minen? Hatten wir nicht Minen? Doch. Geht doch. Und die brauche ich jetzt gleich wahrscheinlich. Denn es gibt mehrere Wege, Zombies auszuschalten. Unter anderem... Komm schon her hier. Ich habe die Mine nicht umsonst hingelegt. Oh, du Sacklaus. Vielleicht klappt das ja auch. Hallo. Wollt ihr nicht über die Brücke gehen oder was? Die Brücke ist uns heilig. Wir können sie nicht überqueren. Bah. Jetzt kommen sie von überall, glaube ich. Hi, Zombie. Sollst du über die Mine laufen, du Arsch? Wah! Wah! Ich will nicht sterben. Weich hier, böser Geist! Oh oh. Schieß! Wah! Immerhin ein Zombie ist über die Mine gelatscht. Ruhe jetzt hier. Puh. Und jetzt kommt was, was wichtig ist, wenn man auf Experte spielt. Und ich hab's auch rausgefunden, damals sogar noch alles dunkel war. Da war ich richtig stolz, weil es echt ein Hammer-Secret ist irgendwie. Wir sind hier hoch. Dann auf die Mauer hier. Dann auf die Mauer. Und dann können wir da rüber. Und da ist was Schönes. Tolles. Und ich hoffe, da ist jetzt Licht an. Der entsprechende Generator sollte... an sein, wenn ich mich nicht irre. Und der Kameramann ist mal wieder auf der anderen Seite des Raumes, deswegen ist der Sound gerade mal wieder so leise. Ja, hier ist Licht an, perfekt. Denn wir werden jetzt ein verlassenes, altes, kleines
Herrenhaus entdecken. Und dort werden wir eines unserer Missionsziele erfüllen. Der Schlüssel unter der Matratze. Ich bin gerade sehr dunkel hier. Nur so. Genau unter dem Türbogen. Und das ist auch besser so. Oh oh. Ah, scheiße, er hat mich gesehen. Fuck! Oh oh. Scheiße. Stopp! Ich gewinne! Bam! Boah, Gänsehaut, ey, bei den Viechern immer wieder, ey. Scheiße. So, werfe ich ein Dichchen. Hier irgendwo in den Schatten. Fuck, ey, ich hätte den einer beinahe töten können. Und was der andere mich bemerkt hätte. Hm, whatever. So, wo ist unser schöner Schlüssel? Den die Hammeriten direkt mal unter ihrer Türmatte verstecken. Moospfeiler. Ich hätte echt keine kaufen brauchen. Ich finde genug hier. Ziemlich genial fand ich das. Und ich habe dieses Haus gefunden, als ich das Licht nicht angemacht hatte. Es war alles stockduster. Und ich konnte mich an den beiden Typen durchs ganze Haus vorbeischleichen. Weil wirklich alles stockduster war. Ich habe quasi nichts gesehen, aber die Atmosphäre war auch ziemlich fett. Und dann waren hier auch noch Fliesen und da haben sie mich gehört und alles ziemlich cool gemacht. Und eine Truhe, die verschlossen ist. Passt dann auch unser Schlüssel? Nope. Die müssen wir auf die gute alte Tiefart aufknackern. Wie alle in diesem Spiel die gleichen Truhen haben. Weihwasser. Sehr schön. Ach ja, was man auch machen kann hier. Das Licht an und aus im Haus durch diesen Schalter nur. So hab ich's damals gesehen. Ihr seht gerade gar nichts. Man sieht echt nur die krassen Umrisse, wenn irgendwas hell ist im Raum. Das ist richtig übel. So bin ich durchs ganze Haus geschlichen, während die beiden Kettenrasseln neben mir waren. Hat auch was. Und ich werde das Licht gleich noch ausmachen, wenn ich gehe. Damit hier keiner auf die Idee kommt, dass ich hier war. Wo hier eigentlich eh nur noch Hammeritengeister rumspuken. Einmal wieder Gänsehaut bei den Viechern irgendwie. Ziemlich genial. Und das, meine Lieben, ist der Schlangenreif. Der mal eben auch ordentlich Cash wert ist. Und uns daher auch bei unserem Ziel weiterbringt, ordentlich Goldware zu sammeln. So, jetzt der Letzte macht das Licht aus. Und verlässt das Haus. Okay, der Lichtschalter war doch nur für oben. Aber jeder Raum hat hier so seinen separaten Schalter. Der hier auch. Ne, der nicht. Legen dich mal hier in den dunklen Raum. Also man hätte auch, also ich hätte es auch anders machen können eben. Wo hier Licht an war, hätte ich im Eingang warten können, bis die nach oben gehen. Dann mich hier in diesen Raum schleichen, das Licht ausmachen und so weiter. Also man hätte auch an ihnen vorbeischleichen können. Aber ich habe sie eben mal ausgeschaltet. Zeit für einen Heiltrank. Ich habe Durst. Im Moment haben wir keine mehr, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ziemlich cool halt auf jeden Fall dieser Side-Quest hier. Aber auf Experte
Es ist ja ein Muss, das rauszufinden. Kann ich mir gut vorstellen, dass das für manche so eine Stelle ist, wo sie ewig gesucht haben, ehe sie diesen Schlangenreif gefunden haben. Alright. Jetzt fallen wir hier nicht runter. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt mache. Jetzt gehe ich erstmal schwimmen. Denn es gibt da noch was Schönes. Zu finden. Im Wasser. Und hier könnten wir vielleicht einen Lufttrank gebrauchen, dann muss ich nicht immer ewig auftauchen. Ist vielleicht besser. Weil es gibt hier Stellen, wo man auftauchen kann und Luft holen kann zwischendurch, weil man hier eine lange Tauchpartie hat. Hier oben zum Beispiel. Tue ich jetzt aber nicht. Ich benutze einfach meinen Lufttrank. War das hier schon? Nein. Dann auf Experta trinkt man doch ziemlich schnell, habe ich festgestellt. Soll uns jetzt nicht stören. Da ist schon, was ich haben will. Und ich verdufte wieder. Da hinten geht es noch lang zu einem anderen Raum, den sehen wir später noch von der anderen Seite. Es gibt hier sehr viele Wege, wie gesagt, wie man alles anpacken kann und machen kann. Aber das erstmal dazu. Und ja. Der letzte macht das Licht aus und ich mache erstmal das Licht in diesem Part aus. Und wir sehen uns wieder. Ah, ich kann ja noch zur Brücke latschen. Bam, gotcha! Okay, und noch ein Geistfeuer erwischen. Auch gut, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Jump, jump, jump. Es gibt nicht so viele in dieser Stadt, aber ein paar doch. Und die, wie gesagt, die beschwören solche Schädel und die hauen einen so um. Ihr habt es ja miterlebt. Wie es einfach nur BAM macht und Garrett die Radieschen von unten zählt. So, hier lang war das. Und nicht da lang. Da hinten lang. Genau, also so langsam kenne ich mich wieder ein bisschen aus. Ich musste die Mission echt öfter spielen, echt so ein bisschen Plan hatte, wie alles geht. Und echt auf die Idee mit den Generatoren gekommen bin. Ich dachte ja immer schön dunkel halten, damit man auf den Straßen schön umherschleichen kann. Ja, aber man kriegt auch an bestimmten Orten einfach nichts mehr zu sehen, weil es da so stockduster ist, wenn man das Licht nicht anmacht. Wie da oben, wo wir gerade waren. Okay, aber jetzt mache ich hier erstmal einen Partschluss. Versteck mich vor dem Zombie, der da schon herumwankt. Und wir sehen uns gleich wieder.